Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Minecraft Safe. Ja, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist viel passiert seit der, ich glaube, wir haben letzte Woche das letzte Mal aufgenommen und ja. Es besteht immer noch nach wie vor der Kampf gegen den Server, weil der es immer noch nicht hinkriegt. Wir haben etliche Mods rausgeschmissen, aber ja, es funktioniert halt immer noch traumhaft. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Wir haben ein riesen Upgrade, Leute. Ich habe immer wieder versucht, irgendwas zu tun. Ständig ist aber der Server abgekackt. Ich konnte nicht aufnehmen. Also von dem her, ich probiere es jetzt einfach mal wieder. Entweder kommt was bei raus oder... es kommt nichts bei raus. Wir werden sehen. Oder ich schneide das Ganze irgendwie mal zusammen und versuche dann aus 5000 Versuchen irgendwie eine Folge zu machen. Werden wir sehen, Leute. Ich werde jetzt erstmal zeigen, was sich denn so alles getan hat. Und ich muss jetzt mal nach unten gucken. So. Ja. Wir haben die Mine, habe ich ein bisschen weitergemacht, habe ein bisschen gebuddelt. Man sieht, mein Equipment ist auch deutlich besser. Ich habe hier jetzt auch mittlerweile ein Turtle gehabt und das gehört eigentlich nicht hin. Das heißt, hier war auch schon wieder einer tätig, der hier nichts zu suchen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sitze hier mitten im Kindergarten. Nein, nein. Ja. Gut. Mine war jetzt nicht ganz so spannend, ist jetzt sonst nichts viel passiert, außer dass unten da noch ein Turtle unterwegs ist oder unterwegs war. Und ja, an der Base hat sich was getan und zwar habe ich die ersten Grundsteine gelegt, habe ein bisschen angefangen was aufzubauen und ich muss an dieser Stelle mal, ja, das funktioniert. Und ja, wir haben hier die ersten was willst du denn jetzt, Freundchen? Was guckst du? So, ich habe die ersten Türen hier mit reingemacht und schon mal ein bisschen den Eingang zur Base gemacht, ist Passwort gesichert. Ich habe hier einen geilen Gartenteig angelegt, der auch schon von Consti mit Holz gefüllt wurde und mein Sugarcane dann wieder despawned ist. Lieber Consti, an dieser Stelle. Danke dafür. Nein, nicht wirklich. Ja, dann habe ich mir hier schon mal ein neues Feld angelegt, weil Futter ist ja hier so ein bisschen eine Geschichte in dem Projekt, haben wir schon festgestellt. Und hier habe ich schon mal eine Hühnchen-Chicken-Farm vorbereitet. Ist noch nicht fertig, fehlt noch der Inhalt drin und da würde ich jetzt gleich mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht da ein paar Eier noch kriegen, weil die Eier, die ich reingeschmissen habe, sind leider keine Hühner geworden. Hier ist übrigens die Leiche von Like for Schnitzel, der gestern gemeint hat, er kann in meiner Base Blöcke abbauen und ja, dann war er tot. Nicht bei mir abbauen. Nein, 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 nein. Huch, da schmeiß ich gleich vor lauter Freude mein Schwert weg. Ja. Oh, da ist ein Ei. Fuck. Bei mir abbauen ist eine ganz blöde Idee. Da ist noch ein Ei. Ja, und dann lag er halt einmal so im Dreck. Ne? Kommt halt dann einfach mal vor. Wenn er dann mal so stolpert. Ja, und ich habe auch übrigens meinen ersten Troll gemacht. Ist jetzt kein gigantisch großer Troll, wo man denkt, wow. Na, das ist der Mega-Troll des Jahrhunderts, aber ich fand den ganz nice, den Troll. Derjenige, bei dem ich den gemacht habe, fand den auch ziemlich nice.
Und ich würde sagen, wir laufen da mal hin. Unterwegs können wir mal schauen, was wir noch so an Eiern finden. 3 Stück haben wir jetzt schon mal. Und dann zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Welcome, Stranger. You've just broken the access code to this game. A game in which your destiny depends upon your own decisions. So, und zwar haben wir hinter den Bergen hier. And where the ultimate weapon is your mind. Haben wir eine Base und das ist die Base. Ich hoffe, ich spoiler da jetzt nicht zu viel, ich will nämlich bloß mein Show zeigen. Ah, jetzt sehe ich so aus dem Augenwinkel, hat man mal gut aufgerüstet. Und da vorne sieht man schon den Troll, den ich gemacht habe. Ich habe nämlich bei Palacio. Ich habe bei Ben habe ich hier eine kleine Schneekugel aufgesetzt. Weil es ist ja Weihnachten, ne? Soll ja besinnlich sein. Und dann habe ich ihm hier so eine kleine Schneekugel hingestellt, einen Tannenbaum rein, 2 Schneemänner rein. Und zeige ich euch jetzt aber nicht, aber da oben drin ist seine Base. Und die habe ich dann auch komplett mit Schneemännern gefüllt, die ihm dann die ganze Hütte zugeschneit haben. Fand er lustig, ich habe Spaß dabei gehabt beim Bauen. Und er fand es so geil, dass er die Schneekugel gleich hat stehen lassen. Fand ich geil. Und da bin ich auch ganz ehrlich der Meinung, so muss das Ganze auch sein. Dass beide an dem Troll Spaß haben. Und ja. Nicht, dass einer letztendlich aus dem Troll rausgeht und so dermaßen angepisst ist, dass er da keinen Bock mehr auf irgendwas hat. Also, denkt immer dran, wenn ihr Trolls macht, dann übertreibt es auch nicht. Ganz wichtige Sache. Vielleicht können wir jetzt einfach noch ein paar Hühnchen bei uns in irgendein Loch reinschmeißen. Brauche ich nicht immer so weit zu rennen mit Eiersuchen. Komm, komm. Gut, gut, gut. Wenn wir da oben dann mal 2 Hühnchen drin haben in der Hühnerfarm, dann kann ich die da auch noch ein bisschen vermehren. Ihr seid keine Hühnchen, euch will ich nicht. Ja, kommst du? Hey. Komm, komm.
Hey. Okay, dann versuchen wir mal, ob wir mit den 5 Eiern vielleicht gucken können. Ja, sehr gut. Ah. Okay. Ich will doch bloß ein paar Hühnchen. Vielleicht hat er das Hühnchen jetzt Bock mitbekommen. Hallo? Hallo, Hühnchen. Wo bist du? Da ist es. Ja, komm. Nein! Ach Mann, das hat nicht geklappt. Komm, kommst du nochmal her, Hühnchen? Komm. Na komm. Ab ins Löcklein. Nein, komm doch mal da weg. Ah, und ihr seid immer noch keine Hühnchen, euch will ich nicht. Hey, komm. Komm. Geht doch. Rein mit dir. So, vielleicht finden wir noch ein viertes Hühnchen, obwohl da hat ja gerade ein Ei gelegt. Nein! Och, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein, bleibt hier. Nein! Wieder rein da. Böser Creepermann. Nein! Scheiße! Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mensch, eigentlich wollte ich heute mit Hausbau mit euch anfangen, aber... Nein, da. Kommt ihr bitte wieder? Nein, da. Du auch. Nein. Ab. Hinein.
Nein. Edge. So, haben wir nochmal zwei Eier. Vielleicht kommt da ja jetzt ein Hühnchen raus. Das wäre schon mal ein Anfang. Da drin habe, die werde ich jetzt dann erstmal vermehren. Und dann. Wenn wir das halt so rum hochziehen. Mal ein bisschen Baumaterial. Kann ich zumindest heute schon mal den Grundriss mit euch setzen noch. So. Das da hätte ich gern dabei. Die haben wir dabei. Wunderbar. Dann. Wo hab ich denn. Damit kommen wir nicht wirklich weit. Warum das hier so komisch ausschaut. Ich habe diese Blöcke reinforced durch Security Craft. Ja, und ich glaube, ich möchte hier mit meinem Haus anfangen. Das hier hinstellen, da vielleicht noch ein kleines Lagerhaus. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Mal den Randstein festlegen. Ja. Halt, das war falsch. Na, du kleines Schweinchen, was willst du hier? So, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt so gezielt baue, ich habe schon einen kleinen Plan, wie das ausschauen soll. Ja,
Es wird ein kleines Häuschen. Gemütlich, schnucklig. Überlegt bloß gerade, ob ich es vielleicht ein bisschen weiter hinten haben möchte. Oh nee, das ist eigentlich okay. Ah, okay. Gut, ja. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mal wieder mit einem Timeout. Ach, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ah, Wahnsinn. Ja. Meine Freunde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit. Ich habe es euch in dem Video von Freitag schon gesagt gehabt. Genießt die Zeit, Leute. Weihnachten. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens, allerspätestens, wie schon gesagt, am neuen Jahr. Muss ich gucken, was ich zwischenzeitlich noch produziere oder hochladen kann. Mal schauen. Liebe Leute, an dieser Stelle wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und Servus.